Willkommen zurück zum Langzeittest. Hier mein Fahrzeug nach 5 Monaten und 17.000 Kilometern. Es musste arg leiden. Wir haben gerade Wintermonate und viel Salz auf der Straße. Von daher ist es gut mitgenommen worden. In der Zeit jetzt nach dem letzten Update zweimal gewaschen, war kalt und da habe ich es eher so ein bisschen hinausgezögert. Ja, jetzt bin ich wieder hier und einfach mal schauen, was die Versiegelungen hier noch drauf haben, ob man noch was sieht, ob was abperlt. Wir werden sehen. So, und hier haben wir mal das Bild nach 17.000 Kilometern und 5 Monaten. Steffen ist viel, viel unterwegs gewesen. Und wie oft hast du gewaschen? Zweimal. Zweimal? Seit dem letzten Update? Richtig. Okay. So, und dann schauen wir mal hier drauf. Also ganz links Liquid Elements Eco Shield, dann hat man das CarPro Light. Hier auf der Fläche das Polymer Net Shield. Und ganz rechts hat man das Ultimate Nano Coat von Fireball. Mit was fangen wir an? Ich würde das sagen, mit der Verschmutzung. Und ich glaube, Steffen, da sind wir uns einig. Also die Verschmutzungen sind überall drauf. Hier an der SB-Box. Ich glaube, du hast mit Kalk zu kämpfen. Ja, richtig. Sehr kalkhaltiges Wasser. Kalkflecken. Und von der Gesamtverschmutzung her finden wir eigentlich beide, dass das Eco Shield am wenigsten Flecken abbekommen hat, oder? Richtig. Sieht man auch hier, wenn man die beiden Flächen nochmal vergleicht. Polymer Net Shield hat auch ein paar, aber nicht so viele zum Beispiel wie das CarPro Light, oder? Sieht man hier schön. Ja. Und hier haben wir nochmal das Fireball, das ist so ein bisschen dazwischen, wie ich finde. Also, ja, wenn man das mal grob abstuft, ich denke mal, das Eco Shield hat hier wirklich den besten Look noch. Also, wenn es um die Wiederverschmutzung geht, ja, hier wird es richtig deutlich. Von der Farbgebung her, finde ich, ist jetzt bei verschmutzter Oberfläche kein Unterschied zu sehen. Aber was man sehen kann, und ich glaube, da wird Steffen auch das bestätigen, auf den Bahnen hier, genau in dem Bereich, da wo nichts drauf ist, da ist wirklich die größte Wiederverschmutzung. Auch hier auf dem Streifen sieht man es nochmal richtig schön. Der ist richtig hell und voll mit Staub und Schmutz. Und die versiegelten Flächen sind deutlich dunkler jetzt noch und in dem Sinne auch sauberer. Also da lohnt sich schon hier solche Versiegelung. Jetzt machen wir es einmal so. Wir gehen jetzt einmal mit Wasser drüber. Das heißt, mit dem Hochdruckreiniger strahlen wir einfach nur ab und schauen, wie viel Abhärverhalten ist noch da mit Schmutz. Dann werden wir einmal waschen und dann schauen wir uns nochmal die Leistung der 4 an, nachdem wir halt den ganzen Schmutz runtergewaschen haben. So, los geht's. Typische Situation wie bei euch auch zu Hause. Dann an der SB-Box. Ihr strahlt erstmal den groben Schmutz runter. Mal schauen, wie die 4 sich noch schlagen. Also das Eco Shield sieht richtig stark aus. Steffen nickt. Also hier mit Schmutz oder mit Schmutzfilm, top. Wie sieht's beim CarPro Light aus? Also es ist deutlich noch Produkt drauf, aber es kann mit dem Eco Shield auf jeden Fall nicht mithalten, oder? Nee, ja. Auf keinen Fall. Ich erkenne wieder nochmal hier eine Zustimmung. Also das auf jeden Fall schon mal vor dem CarPro Light jetzt ungewaschen. Das müssen wir immer noch mit bedenken. Schauen wir mal zum Polymer Net Shield. Das hat so die größten Schwächen hier vorn, wie immer, natürlich ungewaschen. Mal schauen, ob wir vielleicht mit dem Schmutz das Polymer Net Shield verdecken. Hier oben sieht es eigentlich noch gut aus. Also ja, schwierig, die vielleicht so ungefähr auf einem Level, das muss man dann nach dem Waschen nochmal schauen, aber das Eco Shield liegt immer noch vorne. Jetzt schauen wir mal drüben zum Ultimate Nano Coat. Ja, auch noch deutlich Produkt drauf, aber auch für mich hinterm Eco Shield. Könnt ihr mal euer Ranking reinschreiben vor der Wäsche und jetzt wird sich hier einer bereitstellen und seine Hände ins kalte Wasser machen und die Oberfläche waschen. So, Philipp ist auch mit am Start. Wir stehen jetzt hier zu dritt vorm Auto und er wird jetzt einmal hier über Steffens Auto drüber waschen. Das ist echte Freundschaft. Für andere das Auto waschen. Bei arschkaltem Wasser. Und hier sieht man auch beim Eco Shield reißt auch schon der Shampoo-Film auf. Jetzt Handschuh noch einmal drehen. Einfach auf die Rückseite und damit einfach nochmal eine zweite Runde, damit wir alles möglichst gleich haben. Steffen, was vermutest du, wenn wir jetzt gewaschen haben, den Traffic-Film, den ganzen Staub runter gemacht haben? Denkst du, es wird sich nochmal irgendwas verbessern? Ich weiß ja auch nicht, wir werden gleich... Ich denke schon. Ich denke, die Abfallleistung wird schon gesteigert sein. Bei allen Produkten. Und nochmal zur Erinnerung, also das Eco Shield soll ja wirklich auf jeden Fall ein Jahr durchhalten. Ne? Das Polymer Net Shield, wo Philipp jetzt gerade drauf ist, ist ja 6 Monate maximal angegeben. Aber auch hier sieht man schön, ach, der Film reißt immer noch auf. Reißt nach 5 Monaten, das ist krank. Ultimate
Nanocoat, sieht eigentlich ähnlich aus. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Carpro Lite. Also bis jetzt, vielleicht wird mich das jetzt auch komplett gleich umstimmen. Aber es soll ja auch nur 6 Monate halten. Das ist ja so ein Einsteiger-Coating eigentlich. Aber siehst du hier vorne beim Polymernet Shield, das reißt hier vorne nicht so auf. Hat man ja gerade schon den Wasserfilm, weil da oben wird es besser. So, reicht eigentlich schon zu. Strahlen wir mal ab. So, und ich hatte es gerade erwähnt, das Carpro Lite ist eigentlich wieder auf einem richtig guten Level. Liquid Elements Eggeschild immer noch top, genauso wie auch mit Schmutz. Polymer Netschild hier vorne in dem Bereich, vielleicht prallt hier wirklich massiv Schmutz dagegen, hier vorne abgetragen. Also 5 von 6 Monaten, ich finde es völlig in Ordnung. Und hier oben sieht es noch gut aus, das ist ja ruckzuck wieder aufgefrischt. Und es kommt eigentlich an seine angegebene Herstellerleistung ran und das finde ich ist sehr, sehr gut. Ultimate Nanocoat, wir schauen nochmal genau hin. Ja, noch deutlich Versiegelung drauf, nicht mehr auf dem 100%igen Level, also da muss man immer schauen, reicht das einem noch zu. Ich finde es eigentlich von der Gesamtperformance, kann es aber auf jeden Fall noch gut mithalten. Also hier ganz klar Polymer Net Shield jetzt hier vorne abgetragen, wieder richtig gut da, finde ich auch sehr, sehr positiv, weil es sehr einfach einzusetzen ist und auch das Echo Shield zeigt wirklich eine sehr gute Leistung. Also von der Seite aus haben eigentlich alle bisher eine gute Leistung gezeigt. So, und ich habe mich jetzt hier mal für das Outro bereit gemacht, also für euch Zusammenfassung. Das Ultimate Nanocoat, ich finde es eigentlich noch richtig gut, aber man sieht, es hat schon leicht gelitten. Auch die Tropfenform nimmt langsam immer weiter ab. Also 6 Monate solltet ihr auf jeden Fall damit hinkommen, je nachdem, wie stark ihr euer Auto beansprucht. Und Steffen ist mit seinem Auto wirklich viel unterwegs. Also ich würde hier mit der Laufleistung niemals in dieser Zeit mithalten können. Bei mir würde das doch noch wesentlich länger halten. Beim Polymer Net Shield muss man ganz klar sagen, hier vorne deutlich abgetragen, weil da oben wird es besser und hier oben liegen auch noch schöne runde Perlen drauf, schöner Tropfenwinkel noch, also das geht auch voll in Ordnung, weil es ist vom Preis her unheimlich attraktiv, es lässt sich super leicht auftragen und ist schnell erneuert. Also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel zum Saisonstart einfach nochmal das Auto auffrischt, mit einer Finish-Politur kurz drüber gehen, auftragen und fertig, ihr habt wieder einen neuen Schutz. Also deswegen finde ich das auf jeden Fall auch ein sehr schönes Ergebnis, weil es halt nur maximal 6 Monate halten soll. Und wir sind jetzt bei 5 Monaten angekommen. Beim Carpro Lite haben wir gesehen, nach der Wäsche ist es auch wieder zu, sagen wir mal, 90% auf jeden Fall wieder da. Und es soll ja so um die 6 Monate halten, 6 Monate plus. Und das ist auch wieder so eine Angabe, da weiß man nicht, sind es jetzt 8, 9, 10. Aber hier, da werden wir vielleicht den Langzeittest noch ein bisschen weitermachen, weil wir einfach mal testen wollen auf Steffens Auto, wie lange wird das halten insgesamt. Genauso lassen wir auch das Echo Shield drauf, ganz links von euch. Hat vor der Reinigung schönes Abperlverhalten gezeigt und auch jetzt danach immer noch sehr, sehr gut. Und wir hatten nur eine Schicht drauf, Steffen, ja. Eine einzige Schicht, also nichts mit 2 Schicht, Basecoat nochmal. Wir hatten einfach nur eine Schicht Echo Shield. Top. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen einen neuen Test hier für euch starten. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir werden die beiden Versiegelungen runternehmen. Wir werden das Carpro Lite und das Liquid Elements drauflassen für euch, um den Langzeittest noch weiter fortzuführen. Die beiden werden wir jetzt runternehmen. Und ihr könnt euch auf die nächsten Videos freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Steffen hier fürs Auto bereitstellen und bis zum nächsten Mal. Ciao.